So, Leute. Fuck. Oh. Danke. Okay. Sag mal, klappe. Yo, liebe Freunde, was geht ab? Heute ist es nach langem tatsächlich mal wieder Zeit für ein wirklich sinnvolles Video. Denn heute gibt es das allererste Tutorial auf Fernsehen. Ich weiß, ihr habt sehr, sehr lange drauf gewartet. Aber jetzt wurden eure Gebete endlich erhört. Und der Boy widmet sich endlich wieder den wichtigen Themen und konzentriert sich auf das, was er am besten kann. Nämlich neben krassen Punchlines spitten und einfach generell heftig sein. Schminken. Ich habe mir richtig lang überlegt, okay, nicht so lang, aber ich habe schon ein bisschen überlegt, was denn mein allererstes Tutorial sein sollte. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass es irgendwas mit Naturkosmetik sein müsste, weil ich schon seit mehreren Jahren mich immer mehr mit dem Thema Naturkosmetik beschäftige und auch immer mehr Naturkosmetikprodukte, ob das jetzt Öle sind oder dekorative Kosmetik, versuche in meine Make-up-Routine mit einzubauen. Deswegen wollte ich das mischen und kombinieren mit etwas, was ich finde, sich viele noch nicht genug trauen, nämlich Highlighting und Contouring. Und deswegen gibt es heute ein Highlighting und Contouring-Video mit Naturkosmetik. Kurz gesagt, genauso wie ich darauf achte, welche Lebensmittel ich zu mir nehme und versuche möglichst natürliche, unbehandelte, also Bio-Lebensmittel zu mir zu nehmen oder auch Sport zu machen oder generell mich einfach um mich selbst zu kümmern, genauso mache ich mir natürlich auch Gedanken darüber, was ich tagtäglich auf meine Haut schmiere und welchen Stoffen ich meine Haut aussetze. Insofern war es für mich vor einigen Jahren auf jeden Fall einfach nur logisch, auch immer wieder und immer öfter nach Alternativprodukten Ausschau zu halten. Wichtig! Ich muss ganz, ganz klar dazu sagen, es gab auf jeden Fall einige Herausforderungen für dieses Tutorial. Und zwar, obwohl es immer mehr Naturkosmetik-Brands gibt, mit schönem Branding, mit schönem Packaging, fehlen den meisten Brands immer noch die Bandbreite an allen Hauttönen. Das heißt, ich hatte schon mit meinem Hautton Schwierigkeiten, ein Contouring-Produkt zu finden, was kein Puder war. Also Bronzer, klar, finde ich. Aber alles, was Creme oder Foundation war, da auf jeden Fall ein ganz, ganz fettes Dislike an die Brands. Da muss auf jeden Fall aufgestockt werden. Aber das ist ja generell ein Problem auch in der Drogerie. Das haben ja nicht nur die Naturkosmetik-Brands. Da muss generell sich was in der Beauty-Welt ändern. Ich wünsche mir zwar, dass es noch viel, viel mehr mittelpreisige Naturkosmetik-Brands gibt, aber ich glaube, die Leute geben auch gerade so viel Geld für alles andere aus, also für alle anderen Brands. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch schon mal in etwas zu investieren, von dem man weiß, das hat jetzt irgendwie keine schädlichen Inhaltsstoffe drin. Okay, dann würde ich sagen, ganz wichtig auch noch. Oh Gott, sorry, so. Das schneiden wir bitte nochmal. Dieses Video wird ein sehr langes Video und ich rede auch viel, obwohl, ich weiß gar nicht, rede ich so. Das ist auf jeden Fall der fertige Look. Also das ist mein Highlighting und Contouring Look mit Naturkosmetikprodukten. Ich finde, das ist ein sehr schöner Look geworden. Aber guckt es euch jetzt einfach an. Viel Spaß bei dem Tutorial. Wenn ihr Fragen Okidoki, Leute, dann würde ich sagen, können wir auch direkt beginnen. Und zwar seht ihr jetzt mein ungeschminktes, naturschönes Gesicht. Ich würde anfangen mit einer Pflege und zwar benutze ich schon seit Ewigkeiten eigentlich dieses Tonikum von Dr. Hauschka. Das ist so ein klärendes Gesichtswasser. Es hat ein bisschen Alkohol, aber funktioniert für mich perfekt. Und was ich mache, ist, dass ich das einfach auf das gereinigte Gesicht aufsprühe und dann mit einem Gesichtsöl nachgehe. Und dann habe ich dieses Arganöl von Naissance und davon benutze ich jetzt einfach ja, so 1, 2, 3, 8 Tropfen und reibe es in die Hand oder in die Hände und tupft es quasi ein. Also es ist ganz wichtig, dass ihr das Öl nicht auf die bloße trockene Haut einreibt, sondern dass es immer mit ein bisschen Feuchtigkeit, also mit Wasser oder Rosenwasser oder so einem Tonikum zum Beispiel geschieht. So, das benutze ich auch für unter die Augen als Augenpflege und überall. Jetzt würde ich einfach das, was ich auch normalerweise machen würde, mit der Naturkosmetik versuchen, nämlich eine Stroke Cream mit einer Foundation und einem Gesichtsöl, also Arganöl, zusammenmischen. Ich habe hier jetzt die Foundation von Nude by Nature, die ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert habe und die ich mega, mega gut finde. Ich pumpe einmal quasi die Foundation, so. Ich benutze einfach ein bisschen was von dem Highlighter. Jetzt kommt nochmal das Arganöl hinzu. Und das verblende ich jetzt mit dem Pinsel. Ich habe das, wie gesagt, noch nie so ausprobiert. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ah, ist ganz gut. Also das mit dem Highlighter funktioniert auf jeden Fall. Also das mit dem Highlighter funktioniert auf jeden Fall.
Also ich verteile das jetzt einfach überall im Gesicht. Zum Hals. Wow. Oh mein Gott. Oh. Oh. What the heck? Irgendwas pelzt sich hier. Könnt ihr das sehen? Ja, okay, das pelzt sich irgendwie überall. Oder bin ich einfach nur dreckig? Ich glaube, es war die Kombination aus diesem Rouge, Tint und Highlighter. Liebes Alverde-Team, ich bitte euch, bitte, bitte, bitte. Das hier ist die alte Formel. Das war die allerbeste Formel, die es auf der Welt gab. Ja, das ist der beste Highlighter der Welt. Das ist ein 3-Euro-Highlighter. Der bleibt den ganzen Tag richtig schön glänzen und zieht nicht ein. Warum zieht dieser Highlighter ein? Ich verstehe es nicht. Ich wollte das gerade als Strobe Cream benutzen, mit meiner Foundation gemischt und es hat nicht geklappt. Und das ist auf jeden Fall schon mal Fail. Ansonsten gibt es noch diesen hellen Highlighter von Alverde. Der ist auch sehr gut, aber der ist für hellere Hauttypen. Oder zum Beispiel von Nude by Nature gibt es noch den Sheer Illuminator. Der ist eigentlich auch ganz schön. Also, kleines Desaster gerade gehabt, aber wir machen jetzt einfach weiter. Und zwar, ich würde einfach vorschlagen, ich benutze einfach nochmal ein bisschen Foundation und gehe einfach nochmal rüber. Und zeige euch einfach, wie wunderschön diese Foundation ist. Und ich würde jetzt auch gar nicht überall mit der Foundation raufgehen, also gar nicht überall im Gesicht, sondern wirklich nur an den Stellen, bei denen ich weiß, es caked jetzt nicht ab. Also ich würde jetzt nicht unmittelbar hier auf die T-Zone, also wirklich nur überall so ein bisschen. Less is more. Okay, also das ist für mich absolut ausreichend, was Foundation betrifft. Und ich finde die Foundation mega, mega gut. Die fühlt sich von der Konsistenz eigentlich sehr gut an. Also die zieht nicht extrem ein, die ist weder zu ölig, hat eine gute Deckkraft, ist weder zu stark noch zu leicht. Vom Ton her finde ich sie auch gut. Absolut fein. So, kommen wir zum nächsten Step und zwar zum Highlighten mit Concealer. Hier muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal Naturkosmetik-Concealer benutzt. Also diesen hier habe ich schon ein paar Mal benutzt und den finde ich sehr, sehr gut. Also da kommt, ich will jetzt nicht sagen, da kommt den NARS-Concealern nah, aber er tut es ein bisschen. Von den Nuancen her, von der Farbe her, ist eigentlich ganz gut. Die Deckkraft ist natürlich nicht ganz so stark wie bei einem NARS-Concealer. Aber ich finde, auch das ist echt ein gutes Produkt. Und für Leute, die nicht so extreme Augenringe haben wie ich, ist das völlig ausreichend. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich den benutzen würde. Also ihr seht, er ist schön gelblich. Ich will es heute ein bisschen übertreiben, deswegen... Oder will ich es übertreiben? Weiß ich nicht. Soll ich es übertreiben? Ja, komm. Ich gehe jetzt nochmal mit einem helleren Highlighter rein. Hellerer Concealer von... Und Grete, oh mein Gott, okay, viel zu weit aufgedreht, scheiße. Ich will ja heute übertreiben und deswegen übertreibe ich. Okidoki, jetzt haben wir uns gehighlightet und jetzt geht es natürlich zum noch wichtigeren Step, zum Contouren. Hier, Leute, habe ich richtig lange gesucht und habe mir am Ende von Kier Weiß diesen Contour Cream Foundation gekauft. Ist nicht in der Originalverpackung, weil das ist ein Refill, der hat ungefähr 30 Euro gekostet und in der Neuverpackung kostet das insgesamt, glaube ich, 62 Euro, aber ich habe da echt gegeizt, das fand ich viel zu teuer und die Verpackung ist zwar mega schön und fancy, aber so schwer, die wiegt glaube ich 5 Kilo und deswegen habe ich das einfach hier in so eine andere Verpackung reingemacht mit Spiegel, perfekt. Ich habe die noch nie getestet vorher, das heißt, ich habe keinen Plan, wie die sich auftragen lässt, wir gucken jetzt mal. Ich glaube, sie ist ein bisschen dunkel. Oh, that looks good. Und hier natürlich wieder die Kritik, es kann nicht sein, dass es kein Creme-Kontur-Produkt auf naturkosmetischer Basis gibt oder natürlicher Basis. Das kann halt echt nicht sein, ne? Und das hier ist übrigens das neue Farben von Kier Weiß. Also die gab es bis vor kurzem auch noch nicht. Also haben die echt Glück gehabt, dass als mein Tutorial jetzt hier gedreht wurde, die gerade noch die richtigen Töne hatten. Okay, also jetzt muss ich mal kurz überlegen, Leute. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich habe mein Kinn concealed, aber falsch. Okay. Das hier gehört da gar nicht hin. Okay. Ich höre es einfach weg. Okay. So, das hier gehört nämlich unter das Kinn. Weil wir wollen ja, dass die Unterlippe dicker aussieht. Und auch so ein bisschen die Oberlippe. Dafür machen wir das hier in die Seite. Ein bisschen den Hals. Jetzt konturiere ich hiermit auch nochmal meine Nase und meine Augenhöhlen.
Also es fühlt sich schon ganz gut an. Es ist natürlich jetzt nicht so cremig, wie ich es mir erhofft habe. Also das heißt, es wirkt so ein bisschen matt. Muss mal gleich gucken, wie ich das verblenden kann. Okidoki, jetzt geht's, jetzt die Stunde der Wahrheit, denn ich verblende. Und das hat jetzt, oh mein Gott, das ist jetzt alles voll krass eingezogen, weil das hier so lange gedauert hat. Okay. Vielleicht benutze ich einfach wieder ein bisschen Öl, weil ich habe noch nicht genug benutzt. Also, ihr seht, Leute, das ist schon richtig nice. Das deckt schon sehr gut. Das ist jetzt nicht MAC Pro Longwear. Seht ihr, mein Nose-Contour ist schon fast verschwunden vom Verblenden. Oh, I really like what I see. Das ist doch schon mal richtig nice. Also dieses Kia-Weiß-Produkt ist, wie gesagt, echt nicht besonders cremig. Das heißt, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das irgendwie zu krass eintrocknet oder dass das dann fleckig wird, sobald man das verblendet. Aber das funktioniert jetzt gerade eigentlich ganz gut. Und von der Farbe her passt es auch. Also es ist so ein richtig schöner Braunton, nicht zu warm, nicht zu aschig. Ich mag das nicht, wenn es zu aschig ist, weil das ist dann einfach zu hart. Das ist dann einfach wie so ein krasser Schatten, wohingegen so ein warmer Ton eher aussieht, als wenn du von der Sonne an diesen Stellen dann wirklich gebräunt wärst. Das ist dann einfach nicht ganz so aggro. Oh mein Gott. Hey Kim. Puh, es ist ganz schön heiß. So, und abgesehen davon, dass ich das, glaube ich, noch nicht richtig sauber verblendet habe, sieht das doch eigentlich schon mal richtig fresh aus, oder? Komm, wir machen noch mal ein bisschen mehr hier. Okay, Leute, das sieht richtig fresh aus. Ciao. Also ihr seht, Concealer und ich habe gerade übertrieben. Also was heißt übertrieben? Ich würde für den Alltag niemals so viel Produkt benutzen. Aber das hier finde ich schon mal als Grundierung, das passt schon mal. So, bevor ich jetzt den Bronzer setze, würde ich auf jeden Fall mit Highlighter weiterarbeiten, weil mit Shimmer Highlight ist es für mich so, dass ich, wenn ich den zum Schluss benutze, dass ich das nicht so sauber verblenden kann, die Übergänge. Das heißt, ich benutze jetzt die helle Farbe hier auf den ganzen erhöhten Gesichts. Dann benutze ich ein Puder, um so einen schönen Über... Egal, guck jetzt einfach. Ich benutze jetzt einfach den neuen Highlighter, den ich mir gestern für auch eine beachtliche Summe gekauft habe. Und zwar ist das der RMS Highlighter Palette und ich benutze daraus das Champagne Fizz. Das ist auf jeden Fall ein Creme Highlighter und ich bevorzuge immer Creme-Produkte. Wow! Ist das pretty? Ciao, Leute, seht ihr das? So schön. Das ist genau das, was ich meinte. Ich mag, wenn Produkte, die leuchten sollen, wirklich leuchten, weil sie Öl haben oder wenn einfach dieser Schein vorhanden bleibt, wenn das nicht einzieht oder wenn es kein Puder ist. Also ich persönlich mag total gerne Farben, die changieren. Das heißt, das hat eigentlich so einen Champagnerton, aber das leuchtet oder changiert zu Gold und Rosa und hat keine harten Glitzerpartikel. Davon benutze ich jetzt auch noch was auf meiner Nase, auf meinem Cupid's Bow, auf meinem Lippenherz, unter meinem Augenbrauenknochen oder auf meinem Augenbrauenknochen. Dreht euch zur Lichtquelle und schaut immer, oh, habe ich das sauber verblendet? Guckt überall, Lichtschatten, habe ich das überall verblendet? Das muss sauber verblendet bleiben, damit wir keine harten Linien haben. Wir bringen das nicht zu tief runter und wir bringen das auch nicht zu tief nach vorne. Okay, also ich würde sagen, jetzt erstmal genug gehighlightet. Also für Leute, die keine öligen Produkte mögen, was ich nicht verstehe, ist dieses Produkt auf jeden Fall nicht das optimale Produkt, weil es schon, also man merkt, dass man was auf der Haut hat, aber ich persönlich mag das total gerne, deswegen ist das perfekt. Jetzt würde ich das Gesicht so ein bisschen setten. Das hier sind meine Lieblings-Naturkosmetik-Bronzer, beziehungsweise das sind meine Lieblings-Bronzer, also das sind die Bronzer, die ich wirklich tagtäglich benutze, von Lavera und der hier, das ist Golden Sahara,
Der ist viel, viel gelblicher und nutzt oder eignet sich dadurch gut zum Konturieren, finde ich. Und der hier ist viel wärmer. Das heißt, den kann man auf jeden Fall auch mehr als Bronzer benutzen. Ich mische dann eigentlich quasi beide Farben. So, dann einfach schön hier setten. Ihr seht auf jeden Fall schon den Unterschied, ne? Sieht man, oder, Niki? Mhm. Du sagst das nur so? Doch, doch. Echt? Okay, das war's auch schon. Also jetzt einfach ein bisschen gesettet, jetzt keine krasse neue Farbe irgendwie dazugekommen. Jetzt würde ich, um das Ganze nochmal ein bisschen zu intensivieren, ein bisschen von dem wärmeren Bronzer nehmen. Auf die Stirn, damit die noch kleiner wirkt. Also schön kleiner in die Stirn. Dann hier ganz außen. Unterm Kinn bzw. am Kiefer entlang, damit das hier schön so wirkt, als hätte man ein extrem markantes Kinn. So, and that's about it for setting the contour. Und jetzt würde ich sagen, oh mein Gott, ich bin veranstrengt, merke ich gerade, ne, Niki? Also ich merke gerade, ich bin auf jeden Fall, Leute, ich muss auch mal erstmal wieder reinkommen ins Tutorial-Game. Bin auf jeden Fall ein bisschen durcheinander. Ich hätte auf jeden Fall vorhin ja noch meinen Concealer setten sollen, das mache ich aber jetzt, nicht zu spät. Jetzt ist es schon so ein bisschen eingezogen in der Haut, das ist auch gut. Und ich habe hier ein ganz gutes Translucent Setting Powder von Nude by Nature. Habe ich auch zugeschickt bekommen, habe ich ausprobiert. Ist auch ein PR-Sample, finde ich aber super gut. Ich zeige euch jetzt einfach, wie ich das benutze, weil ich würde jetzt nicht komplett das ganze Gesicht baken oder das ganze Under Eye, sondern wirklich nur unmittelbar unter dem Auge und die T-Zone. Dazu dippe ich jetzt einfach rein. Wie ihr wisst, müsst ihr unmittelbar, bevor ihr Setting Powder benutzt, nochmal schön das Produkt verblenden, damit es keine Einlagerungen schon gibt, die ihr gleich settet. So, und dann würde ich einfach direkt unterm Augenring das Puder auftragen. Also wirklich nur dort, wo der Concealer in die Augenringe sich reinlegt oder reinsetzt. Wo einfach die Falten entstehen. Dann natürlich ganz dringend bei mir hier um die Nasenflügel herum, weil das ist die Stelle, an der ich am meisten Fett generiere über den Tag. Hautfett. Und auf jeden Fall hier. Und dann Kinn. Okay, also ich übertreibe jetzt nicht mit dem Baking, ja? Also ich brauche das jetzt nicht 5 Stunden sitzen lassen, deswegen ich brush das schon mal so leicht ab. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Okay, das war auf jeden Fall zu viel des Guten. Dieses Puder ist zwar gut, aber ich zeige es euch gleich. Also ich habe jetzt ein kleines Problem und zwar habe ich ja eben gerade echt ein bisschen viel Produkt auf der Stirn benutzt. Was ich jetzt sehen kann auf jeden Fall in diesem Licht ist, dass sich das so ein bisschen wie so eine Wüstenlandschaft darstellt. Auch hier auf der Nase. Oh, das Produkt geht auch gerade wieder darunter weg. Habe ich vorhin gesagt, dass das ein guter Translucent? Ja, habe ich gesagt, aber ich habe wahrscheinlich noch nie so viel davon benutzt. Oh, und meine Haare sind jetzt auch voll damit. Also folgendes. Dieses Translucent Powder eignet sich, glaube ich, nicht zum Baken. Ich benutze das meistens wirklich nur zum Abmattieren, aber für alles, was so ein bisschen heavy sein soll, ist es, also irgendwas hat da gerade nicht gepasst. Sieht auf jeden Fall jetzt cakey aus. Mal gucken, wie das gleich mit einem Gesichtswasser oder mit einem Fixing Spray zusammen wirkt. Ich mache jetzt erstmal weiter und zwar würde ich jetzt nochmal die Kontur nochmal vertiefen mit einem matten Puder. Und zwar würde ich dafür einfach so eine Mischung aus diesem Alverde Braunpuder nehmen. Die beiden Töne, die sind schon zusammen sehr dunkel und sehr aschig. Deswegen mische ich diese mit dem Lavera Bronzer nochmal. Und damit gehe ich jetzt quasi nochmal hier unter den Wangenknochen und in die Augenhöhlen. Das gibt dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Dimension. Das gleiche mache ich jetzt nochmal an der Nase entlang. Ganz wichtig für die Wangen noch, ist natürlich ein Blush. Ich mag ganz gerne kühle rosa Blushes, also bei einem Highlight- und Contour-Look einfach, weil kühle rosa Töne die Wangen noch höher wirken lassen als ein warmer Ton. Das hier ist einer von Alverde. Damit würde ich wirklich nur leicht auf die Apple of your cheeks. Das reicht schon, das ist schon perfekt. Ich gehe einfach mit meinem Bronzing Powder, mit dem eher rötlicheren, auf den oberen Wimpernkranz. Verdichtet einfach nochmal die Wimpernlinie, sagt man das? Aber auf eine ganz dezente Weise, weil es halt jetzt kein hartes Braun ist, sondern wirklich so ein warmes, schönes Bronze. Ich intensiviere das jetzt nochmal mit dem Augenbrauenpuder von Alverde. Ganz leicht, weil ich ein bisschen mehr möchte. Ich habe einen richtig guten Augenbrauenstift gefunden, den von Und Gretel, den Eyebrow Pencil in Spruce. Der ist mega gut, weil der ist total pudrig, hat eine perfekte Deckkraft, hat einen schönen Ton, deswegen optimal. Es ist quasi, als würdet ihr Augenbrauenpuder benutzen.
Und für alle, die keine Lash Extensions, kann ich auch diesen Mascara von Ungretel empfehlen. Der ist mega gut. Ich möchte jetzt meine Lash Extensions ehrlich gesagt nicht zerstören. Aber mache ich gerade schon, merke ich. Aber der ist sehr gut, weil der hat, ich finde, die perfekte Bürstenform. Die Bürsten sind schön dicht. Okay, ciao. Meine Wimpern übertreiben jetzt richtig die Lage. Okay, also das ist nicht der normale Effekt dieser Mascara, dass man solche Wimpern gleich hat wie ich. Aber die ist schon sehr gut. Also die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Kommen wir zum nicht letzten, aber einer der letzten Steps, und zwar die Lippen. In der Drogerie hatte ich wirklich Schwierigkeiten, gute Lip Liner zu finden. Also in der Drogerie gibt es ja auch eigentlich nur zwei Naturkosmetikmarken, Lavera und Alverde. Und Lavera und Alverde haben echt wenig braune Töne. Die haben viel so Mauve-Töne, Rottöne, alles was sonst rötliche geht. Aber ich versuche es jetzt erstmal mit diesem Lip Liner Automatic in 17 Primrose. Und schau mal, was passiert. Okay, das finde ich schon zu pink. Ist jetzt nicht pink, aber das ist mir schon zu pink. Gerade noch an der Grenze. Ich habe jetzt noch einen Lip Liner und dann konturiere ich nochmal die Lippen. Weil das ist ja ein Highlighting- und Contouring-Video und deswegen konturieren wir auch die Lippen. Ideal, dass sie nach Plastischer aussehen. Und deswegen verteile ich das jetzt schon mal so. Abgesehen davon, dass ich jetzt gerade so ein bisschen rumgesaut habe, ist das in der Kombination tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich probiere jetzt noch mal einen Lippenstift, auch aus der Drogerie. Das ist mehr so ein Espresso-Ton. Ich probiere jetzt noch so ein Shiny Lip Oil, weil ich eigentlich Lipgloss benutze, aber es gab irgendwie keinen klaren Lipgloss. Also ich wette, es gibt mega gute Lippenprodukte. Ich wette, es gibt gute Lippenprodukte außerhalb der Drogerie, also Naturkosmetikprodukte. In der Drogerie habe ich jetzt ehrlich gesagt keine gefunden. Ich glaube, was das Problem bei diesem Lippenöl ist eventuell, ist, dass dieses Öl gleich einzieht und deswegen nicht so viel von dem Glanz mehr übrig bleibt. Deswegen versuche ich das jetzt nochmal mit einem weiteren Lipgloss. Der Lipgloss ist von Lavera. Ich würde jetzt abschließend auf jeden Fall noch ein Fixing Spray benutzen, um zu gucken, ob sich das mit dem Translucent Powder jetzt ändert. Ob sich das nochmal besser in die Haut einarbeitet. Also dafür, dass es natürlich ist, ist es ganz schön krass. Also ich lasse das jetzt einmal kurz einwirken. So pretty. Okay, Leute, Moment, ich gucke jetzt mal, ja. Also, das mit dem Translucent Powder sieht jetzt nicht mehr so schlimm aus wie vorhin. Das Puder ist ganz gut, aber für so krasse Make-ups würde ich es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Dafür ist das Make-up von Nude by Nature extrem gut. Und ich würde sagen, das ist mein finales Ergebnis. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, also ich merke jetzt keinen krassen Unterschied zu herkömmlichen Beauty-Produkten. Natürlich hat das eine oder das andere Produkt eine nicht so gute Konsistenz oder lässt sich noch nicht so makellos verreiben oder verblenden. Aber ich glaube, das ist alles noch eine Entwicklung, beziehungsweise das ist alles noch gerade in der Mache. Je größer die Nachfrage für Naturkosmetik wird, desto bessere Formeln und bessere Produkte auch werden sich mit der Zeit einfach entwickeln und ergeben. Ich finde, das Make-up jetzt gerade ist einfach auf den ersten Blick überhaupt nicht zu unterscheiden von dem mit Nicht-Naturkosmetik-Beauty-Produkten. Deswegen, ich bin absolut zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Ach so, abonniert meinen Kanal. Like das Video. Nein, gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal. Und abonniert meinen Kanal.